So, es ist spät. Ich bin seit einigen Stunden auf dem Wein, wie ihr wisst. Und es wird auch langsam richtig traurig. Und was auch eigentlich ein bisschen traurig war, war, dass eigentlich das allerbeliebteste Element noch in unserer Sendung doch die Bondbox selbst war. Oder zum Beispiel die X-Men-DVD. Also die Preise gingen ja auch weg wie warme Semmel. Hat nie einer mal geschrieben. Ich fand die Sendung aber auch gut. Doch, hat er auch. Ihr habt brav E-Mails geschrieben. Aber Preise sind auch immer noch wichtig für uns. Euch glücklich zu machen, liegt uns einfach am Herzen. Weiter geht's mit der Verlosung. Schreibt an irgendeine Adresse, die ich jetzt, einblende. Und dann bekommt ihr die Jelly Masterpiece Edition. Die macht der Shaolin zum Beispiel. Oder vielleicht auch Tai Chi. Masterpiece Edition. Bei Splendid gibt's sowas, glaube ich, irgendwie. Das ist irgendwie. Die bringen sowas raus. China Swordsman. Fängt man sofort an zu singen. Oder Jelly Master der Shaolin. Na komm, einen habe ich noch. Iron Tiger hört sich auch super an. Jet Li mit Glatze. Damals hat er noch richtig geprügelt. Nicht so ein Posa-Kram wie bei Kiss of the Dragon mit Gel-Frisur. Damals ging er auch richtig ab. Taschentuch raus, Wein. Letzte Zelluloid-Sendung ever. Ist auch übrigens die letzte Zelluloid-Sendung. Ihr werdet sehen, wenn das geht. Ja gut, das ist jetzt, kommt ein bisschen unauthentisch, ne? Egal. Letzte Zelluloid-Sendung. Jetzt und danach seihe ich euch nochmal die Ohren voll. Jetzt erstmal viel Spaß. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Herzlich willkommen zu Zelluloid an diesem wunderschönen Novembertag. Die Sonne scheint. Ungewöhnlich, ne? Für November, oder? Ist doch ungewöhnlich eigentlich. So schönes Wetter. Was ich eigentlich sagen wollte, ist, Alea Jagta ist. Die Würfel sind gefallen. Heute letzte reguläre Zelluloid-Sendung. Ja, so ist es. Ich versuche mal gerade zu weinen. Nein, es ist ja schon schade, ne? Es war ja schon eine schöne Zeit, kann man ja nicht anders sagen. Und so heute, gemäß dem letzten Tage, machen wir das Ganze natürlich wie in der Schule. Wir dürfen uns alle was wünschen und wir machen Unterricht draußen. Und da zeigen wir Sachen, die wir noch nie zeigen durften. Die zeigen wir nämlich jetzt. Nein, wir zeigen euch einfach ein paar Schmankerl. Schmankerl, ja, die, na, da hatten wir bislang noch keine Zeit für. Und heute zeigen wir euch die. Soldat. Sie sind ein Laufbursche. Von Kolonialwarenhändlern geschickt. Das Grauen. Das Grauen. Und zurück aus unserem kunterbunten Potpourri-Mix von allem, was wir irgendwie noch auf dem Schreibtisch rumliegen hatten, ja, was wir mal verbraten wollten und alles, was wir auch so ganz geil finden. Jetzt mal was anderes. Es gibt ja ehrlich gesagt so unendlich viele Filme und A-Superstars von George Clooney, Denzel Washington und dann gibt es nochmal so viele B-Filme. Dann gibt es auch die Stars Pam Grier oder Fred Williamson und dann gibt es natürlich noch so Leute, so Gesichter, die kennt man, ja, tauchen überall auf, A- oder B-Film, egal. Aber die Namen kennt man nicht. Und eines der größten dieser Nicht-Gesichter ist Dan Hedaya. Und wir möchten hier noch eine kleine Ode an ihn bringen in unserer letzten charmanten Sendung. We don't think that you've been completely honest with us. If this is about the Watergate nonsense, let me say once again, I had nothing to do with it, okay? It's a plot created by my enemies to disgrace me. Those radical muckraking bastards, Woodward and Bernstein over at the Washington Post.
They're the liars here, you know. Always hiding behind the goddamn First Amendment. Well, let me tell you something. It won't protect them from me. Actually, it was just about the dog. That's it. It's entertainment, really. In den Ländern Mittelerdes berichtet die Legende vom dunklen Herrscher Sauron und dem Ring, der ihm die Macht verleiht, die Welt zu knechten. Verschollen seit Jahrhunderten, von vielen gesucht, ist er nun in die Hände des unwahrscheinlichsten Geschöpfes geraten, das man sich vorstellen kann. Sauron braucht nur diesen Ring, um alle Länder mit Dunkelheit zu überziehen. Was muss ich tun? Der Ring muss zerstört werden. Der Ring muss wieder in die Feuer des Schicksalsberges geworfen werden. Das Böse dort schläft niemals. Saurons Streitmacht ist schon unterwegs. Sie werden den Ring finden und den töten, der ihn trägt. Frodo! Komm schon, Frodo! Ich kann das nicht alleine tun. Du hast mein Schwert. Und du hast meinen Bogen. Und meine Axt. Diese Aufgabe wurde dir zugeteilt. Und wenn du keinen Weg findest, findet ihn niemand. Der Feind hat viele Späher, Vögel, Ungeheuer. Etwas zieht herauf. Ich kann es spüren. Geht runter von der Straße! Versteckt euch! Denk immer daran, Frodo. Der Ring versucht, zu seinem Herrn zurückzukehren. Er will gefunden werden. Lasst uns hoffen, dass unsere Gegenwart unbemerkt bleibt. Sie kommen. Wir müssen umkehren! Ich wünschte, ich hätte den Ring nie bekommen. Zurück in den Tempel! Wäre all dies doch nie passiert. Du wirst deinen Mut finden. Wenn ihr ihn haben wollt, kommt und verlangt nach ihm. Wo wir uns gerade schon mal so schön selber feiern hier in der letzten Sendung, können wir auch anfangen mit dem Thema Lieblingsfilme. Doch zuvor mal kurz Aufklärung. Zelluloid bestand nämlich nur aus zwei Personen. Der eine immer Schnittpult um den Hals gehangen gehabt, Kamera gleichzeitig hier. Ich immer Interviews abgelesen, Teleprompter selbst in der Hand gehalten und ich habe den Ton gemacht. So haben wir immer fein live gesendet. Und Lieblingsfilme. Da, ja, Redakteur und ich geprägt, ja. Von unwahrscheinlich großartigen Meisterwerken, die heute halt genau so aussehen. Lieblingsfilme ändern sich ja immer von Tag zu Tag. Aber genauso sind sie heute. Dr. Freud, Obacht, das sind unsere Wurzeln. Hey!
Eddie? News time. I need some information on a Johnny Ross in Chicago. Give me half an hour. Wenn das Abenteuer einen Namen hat, so kann dieser nur lauten Indiana Jones. Dr. Jones hat den Nohachi für mich gefunden. Und er wird ihn nun abliefern. Sofort. Sagen Sie, wer ist denn dieser Nohachi? Schmeiß die Kanone weg, Jungs. Ich bin Wissenschaftler. Und was würden Sie bei mir einer genaueren Untersuchung unterziehen? Deine nächtlichen Gewohnheiten. Sie meinen, in welcher Stellung ich es liebe einzuschlafen? Paarungsgewohnheiten. Auf dem Gebiet sind Sie also eine Autorität? Jahrelange praktische Erfahrung. Hör auf, dich zu beschweren. Das war unglaublich teuer. Er sagt ihm, er soll ausziehen und das Böse bekämpfen. Um ihm zu helfen, gibt er ihm 5 heilige Steine, welche magische Kräfte haben. Magische Steine, Reichtum und Ruhm, also wissen Sie. An Ihrer Stelle würde ich lieber in unserer Nähe schlafen. Hier sind Sie sicher. Dr. Jones, neben einer Schlange würde ich mich sicher fühlen als neben Ihnen. Glaubst mir nicht, du wirst Dr. Jones. Aus dir wird noch ein wahrer Gläubiger werden. Ich kann da nicht reinpassen. Doch, du kannst es, du musst reinpassen. Willy, wir werden sterben, wenn du nicht etwas tust. Dieser junge Mann, der unter dem Fotofixautomaten herumstochert, heißt Nino Quincampoix. In dem Alter, in dem Amélie der Kontakt zu anderen Kindern verwehrt blieb, hätte der kleine Nino gerne darauf verzichtet. Gib nicht so an, Charlie. Du weißt nicht, mit wem du es zu tun hast. Du redest dich um Kopf und Kragen. Ich geb nicht an, Sheriff. Wenn mir so ein Idiot dumm kommt, leg ich ihn um. Ich mach da nicht viel. Mich kannst du nicht anlügen. Sag's mir endlich. Es würde mir leid tun um dich. In der Mühle. Hat er gesagt. Danke.